Johannes hier für den Notebooks-billiger.de Blog auf der Computex 2017 in Taipei und ich schaue mir hier am Stand von Microsoft das neue Toshiba Portage X30 an. Die Besonderheit bei dem Portage X30 ist, es ist schön dünn und auch super leicht. Es wiegt nur 1 Kilogramm, das merkt man auch, wenn man es hochhebt. Es fühlt sich an, als wäre es leer, das Gehäuse, aber es ist wirklich ein funktionsfähiges Notebook, was schon beeindruckend ist. Wir haben hier ein 13,3 Zoll Full-HD-Display, matt, was ja schon mal gut ist, aber es ist auch ein Touchscreen, was natürlich auch noch top ist und es ist trotzdem noch so dünn, das ist schon beeindruckend. Hier über dem Display haben wir natürlich auch noch die Webcam und eine Infrarotkamera, um auch die Gesichtserkennung von Microsoft zu nutzen. Hier haben wir die Chiclet-Style-Tastatur, die auch beleuchtet ist und hier seht ihr auch noch eine weitere Besonderheit, was wir jetzt auch nicht mehr so oft in Notebooks sehen, ein Trackpoint. Also da bin ich ja persönlich ein richtiger Fan von, da kann ich wirklich besser mitarbeiten als mit einer Maus oder einem Touchpad. Aber wer lieber ein Touchpad nutzen will, der hat das hier unter der Tastatur natürlich auch mit integrierten Maustasten und auch einem integrierten Fingerabdrucksensor. Ihr merkt schon, Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, es ist auf jeden Fall ein Gerät, was für Geschäftskunden interessant sein dürfte. Von der Leistung her bis Core i7, 8 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD. Und die Akkulaufzeit beträgt 10 Stunden, also ein Arbeitstag ist damit kein Problem. Klappen wir es nochmal zu, es ist einfach super leicht, das ist einfach richtig cool. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an, da haben wir hier einen Full-Size-HDMI-Port, also da können wir auch ein Display oder einen Beamer anschließen. Hier haben wir USB-C-Ports mit Thunderbolt-Unterstützung und hier auch noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Auf der anderen Seite seht ihr dann noch einen Kensington-Lock, USB und dann auch noch einen Kopfhöreranschluss. Das ist also hier das ultraleichte und dünne Toshiba Portage X30 auf der Computex 2017. Vielen Dank fürs Zuschauen!